Um das neue Fashion-Outlet in Zwickau-Pölbitz kehrt keine Ruhe ein. Daran ändert auch der Beschluss des Chemnitzer Verwaltungsgerichtes nichts, der die Öffnung erst ermöglicht hatte. Die Stadt hat noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Der Förderverein Stadtmanagement Zwickau liegt damit der Stadt auf einer Linie. Die Mitglieder befürchten, dass die Kaufkraft durch das Outlet aus der Innenstadt abgezogen werde. Dazu die Einschätzung der Einzelhandelsexpertin Konstanze Arndt. Also wir als Förderverein Stadtmanagement haben uns eben nochmal mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung und auch an die Öffentlichkeit und die Stadträte gewandt, weil wir für die Zukunft einfach möchten, dass man sich an bestehende Einzelhandelskonzepte oder Planungsvorgaben hält, um dort für alle Beteiligten, sowohl für die Bürger der Stadt Zwickau als auch Investoren, neue Unternehmen, aber auch bestehende Unternehmen, Planungssicherheit zu haben und damit eben auch eine positive Entwicklung für die Stadt Zwickau zu erreichen.